Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Space Engineers. Wow, gucken mal. Wir haben ja so ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt einfach mal die Grafikstelle nochmal zurückgesetzt und sie dann wieder auf den Moment, also so einmal runtergeschraubt, dann wieder raufgeschraubt. Und siehe da, ich wollte gerade sagen, die komischen Sachen, die eingeblendet wurden, sind weg. Ja, jetzt gerade eben hat man es hier oben in dem Bereich nochmal gesehen. Ich verstehe es nicht, was es ist. Ich kann es mir nicht erklären, außer es ist vielleicht von irgendeinem, keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Es ist voll mega seltsam. Ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht hat es auch mit dem Licht zu tun. Ich bin etwas überfragt, ehrlich gesagt, was diese Pop-ups, die da immer passieren, was das sein soll. Sieht aus wie so ein Warnsymbol, ne? Wie so ein Warnschild, was dann aufploppt. Aber man sieht es immer nicht und es gibt hier auch keine Meldung oder sowas. Also, ja, wir schauen mal. So. Wenn es mir zu nervig wird, muss ich mal schauen. Ach ja, stimmt, ich habe ja kein Jetpack. Ja, stimmt ja. Muss kurz umdenken, weil in der Livestream-Welt haben wir ein Jetpack. Okay, aber wir wissen, beziehungsweise ich weiß, dass ich hier ja weiter nach unten bohren will, wegen, naja, diversen Sachen halt. Hatte ich jetzt alles dabei, was ich für... Ja, hatte ich. Interessant. Faszinierend. Genau, denn das brauchte ich. Und das rein theoretisch auch. Aber das noch nicht jetzt. Oh, ich brauche wieder Licht. Haha, vorsichtig. Nein, es ist ja noch kaputt. Gott. Ich kann halt ja hier runtergehen in dem Bereich, ne? Jetzt auch. Das ist jetzt so ein bisschen doof. Wir könnten diese andere Treppe nehmen. Warte mal. Das ist ja dann... There's. Nehmen wir nämlich die hier. Da kommen wir dann doch deutlich schneller nach unten. Genau. Und die braucht auch erstmal nur die Herstellungskomponenten zu funktionieren. Ist schon mal ideal. Wir müssen ja jetzt schnell nach unten praktisch. Okay, ich brauche hier nochmal... Natürlich habe ich ausgerechnet das jetzt nicht dabei. Okay, ist das nicht so wild? Ist nichts, was man nicht lösen könnte oder so? Okay, weiter. Ja, wir müssen erstmal... In der Mitte ist... da ist was. Nee, ja, das geht nicht. Da müssen wir... So hier? Ja, das geht. Das funktioniert. Vorsichtig. Schrecklich. Was passiert? Ich habe jetzt gesehen, dass zu Witcher 3 gibt es jetzt das Mod. Also praktisch kann man jetzt die ganzen die Engine praktisch nutzen, um da Sachen zu erstellen für das Spiel und so weiter. Schon sehr, sehr cool. In dem Video, was ich mir jetzt angeguckt habe, die Möglichkeiten, die man dadurch hat, das ist natürlich Wahnsinn. Also ich warte dann auf die ersten großen Fan-basierten Erweiterungen, ja, die dann halt praktisch so wie bei Skyrim einfach mal so eine Total Conversion sind, wodurch man ein ganz neues Spiel dann hat. Ja, das wäre schon genial.
So? Ja, ne? Ja, passt doch. Hier kommt dann der Laufsteg hin. Na, das passt genau. Ja, perfekt. Kann man nicht runterfallen. Geht dann hier schön runter und ja. Noch weiter unten sind dann irgendwo diese Tanks. Genau, diese Tanks. Ich muss natürlich jetzt schauen, wie ich das mache. Dass ich hier... Kann ich das direkt dran setzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Na klar. Ah, ich brauche erstmal noch... Ich brauche erstmal noch mehr Stahl. Das ist ja kein Thema. Können wir schon mal zwei mehr platzieren. Das reicht mir ja schon, um dann... Ah, nee, reicht nicht. Ich brauche noch einen. Okay, perfekt. Jetzt aber perfekt, genau. Ach Gott. Okay, ja, das geht jetzt schon richtig recht tief hier entsprechend. Gut, wir hatten die installiert, die 50 Meter, bin ich der Meinung, ne? Oder 35 Meter, irgendwie so in die Tiefe können. Das ist natürlich ein Stückchen, und zwar nicht nur so ein bisschen, das ist schon richtig ordentlich. Was jetzt für mich das Erste ist, damit ich zumindest einen Teil zwischenlagern kann, ist, dass wir hier die Frachtcontainer weiter nach unten fortführen. Ja, ich mache jetzt keine Leitungssysteme, das wäre irgendwo schwachsinnig. Habe ich hier keine Frachtcontainer? Fracht... Wir können mal gucken, ob ich Cargo... Cargo Access Tube? Nein, 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 nein. Die Slope Cargo will ich nicht. Das ist einfach zu riesig, der auch. Das sieht lustig aus. Aber auch das scheint Volumen zu haben. Ist interessant. Faszinierend. Small Storage. Okay, aber wenn ich überlege, das hier hat jetzt 81.000 gehabt, ne? Na gut, er hat etwas mehr. Okay. Also ich brauche erstmal die richtigen Komponenten dafür. Verstehen. Ah, der ist vielleicht zu weit weg, kann das sein? Wäre durchaus möglich. Okay, ein bisschen was haben wir. Finde ich gut, dass er gleich direkt anfängt. Hier, Treppen schon fertig. Sehr schön. Das heißt dann jetzt für mich... Genau, wo habe ich das jetzt hingepackt? Hier auf die 4. Und, ah. Das muss weg, genau, das ist nicht gut. Genau, wir müssen jetzt eher nach da drüben gehen.
Und da dann runter. Können wir auch entsprechend mit dem Frachtcontainer machen. Ja, warum auch nicht? Das ist natürlich so dieser kleine Nachteil in diesem System. Machen das jetzt anders. Das gefällt mir nämlich sonst nicht. Ja, so ist schon angenehmer. Es fehlen Metallgitter. Es fehlen Metallgitter. Ich will das wegnehmen. Ich habe die Tage. Ich mag immer nicht über Politik reden, aber es gab ja die Tage diesen Helikopterabsturz im Iran, ne, wo der Chef, praktisch der Regierungschef dabei ums Leben kam und ich glaube der Außenminister, wenn ich das richtig im Sinn habe, des Iran. Und mein erster Gedanke, als ich das gelesen hatte, war, war das vielleicht nicht nur ein Unfall? Weil es sind halt schon so, das sind immer so diese Sachen, ne, aufgrund der aktuellen Geschehnisse, die da sind, der Spannungen, die ringsherum sind. Ist es halt schon immer seltsam, wenn dann spontan jemand auf einmal verunglückt. Das ist dann, ne, so wie wenn jetzt praktisch nachdem Putin, ich sag extra nicht Russland, weil ich bin der Mann, er ist derjenige, welcher, nachdem der da eingefallen ist, ja, hat er dann auf einmal spontan einen Helikopterabsturz. Das sind so Sachen, ja, kann passieren, das Leben ist manchmal ganz schön scheiße, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon so ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist dann schon so, okay, ja, es ist schon krass Zufälle, die es manchmal gibt. Ah, super. Ich komme hier doch noch raus. Ich glaube, wir sind jetzt schon recht gut weit unten, ne? Okay, wir haben ein bisschen was. Ich hole erstmal noch Metallgitter, weil wir brauchen auf jeden Fall Volumen. Also ich habe jetzt hier zwar schon ordentlich Volumen, aber das reicht in keinster Weise aus bei dem, was wir hier brauchen. Wir sehen, wir haben jetzt mit den 13 Containern haben wir jetzt 2 Millionen Liter Ladevolumen. Das ist aber, wenn wir das ja einmal angeschmissen haben, ich würde sagen, innerhalb kürzester Zeit ist das sofort aufgebraucht. Zumal ich immer noch nicht sicher bin, dass das mit den Energiezellen reicht. Aber das gucken wir dann. Ich hole erstmal noch neues Zeugs ab. Es kommt nichts angeflogen, das ist gut. Das beruhigt mich so ein bisschen. Und wenn ich nach Hause fliege, um die Sachen einzupacken, würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann ganz entspannt morgen wieder.